So, und damit willkommen zum schon vorletzten Tag von unserem Südafrika-Urlaub. Heute gehen wir wahrscheinlich zu einem Wasserfall. Da sind wir auch gerade an so einem Pitstop, wo man das kaufen muss. Dann wollten wir wahrscheinlich auch noch schnorcheln gehen und, ach ja, wir gehen auch noch Zipline fahren. Und ansonsten war es das, glaube ich, schon. Ist ja aber auch genug. Oh, Joscha, wie man ihn kennt, wieder in seiner freien Wildbahn unterwegs hier. Den Wasserfällen jetzt eben gerade, oder dem einen Wasserfall, wo wir nur relativ kurz Zeit hatten, aber relativ lang hingehen mussten, gehen wir jetzt Snorkeling und mal gucken, wie das ist. Ja, keine Ahnung, ob wir überhaupt schon da sind oder nicht. Da vorne ist direkt was. Ist da auch was zu essen? Bezweifle ich. Mal gucken. Die schlechten Neuigkeiten bekommen, dass wir heute keinen Zipline fahren können wegen des Windes. Mit Glück können wir es vielleicht morgen früh machen, aber sieht auch nicht so gut aus laut Wetterbericht. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt heute würden wir vielleicht Robben Island dann vorziehen oder zur Waterfront und ein bisschen was einkaufen. Und ansonsten mal gucken. Eigentlich hatten wir so viele Pläne und haben jetzt heute auch sowas wie den Wasserfallausflug so kurz gehalten und das Schnorcheln danach, damit wir das Zipline-Fahren noch schaffen. Und jetzt mal gucken, wie wir das machen. Smoking in your Stones White T-Shirt.